Ich habe es ja schon gesagt, es gibt einen eigenen Dokumentarfilmpreis. Es gibt aber im Panorama auch die beiden Preise für besten Dokumentarfilm und besten Spielfilm. Das ist der Publikumspreis. Also der Film, über den wir jetzt reden, der hat gleich zweimal die Chance, denn er läuft im Panorama, könnte diesen Preis bekommen oder eben auch den Preis des RBB. Ist aber auch im Prinzip egal. Vor allem ist es eine Geschichte, die einen sehr, sehr packt. Es ist ein Dokumentarfilm, aber ich dachte die ganze Zeit, okay, wenn Coppola jetzt eine Geschichte erzählen würde, direkt in Wien mit Wienern, wäre das eine Story, die würde ihm, glaube ich, ganz gut gefallen, weil diese Typen wirklich Spielfilmfiguren sind. Aber es sind echte Menschen, es ist eine wahre Geschichte. Aufzeichnungen aus der Unterwelt von einem Paar, auch im wirklichen Leben, kann man ja auch mal sagen, dass die Leute ein bisschen was über euch privat erfahren. Die beiden kommen aus Österreich und haben hier auch auf der Berlinale schon großartige Dokumentarfilme vorgestellt. Babuska, das war 2005 und La Pivellina 2009. Ich freue mich sehr, dass sie wieder mal bei uns sind. Rainer Frimmel und Tiza Kovi. Hallo, willkommen. Hallo, hallo. 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 Schön, dass ihr da seid und wir über diesen außergewöhnlichen Film reden können. Schwarz-Weiß lässt sich sehr viel Zeit auch für die Protagonisten. Also es gibt da nicht viel Firlefanz so, sondern man kann denen zusehen. Die erzählen ihre Geschichte und das ist eine kriminelle, hochkriminelle Geschichte aus einer Zeit, die natürlich längst vorbei ist. Und vielleicht könnt ihr erst mal beschreiben, vor allem diese beiden Männer, die im Mittelpunkt stehen, was eigentlich das kriminelle Handwerk war. Weil ich habe verstanden, die spielen immer Stoß. Das ist ein total stumpfsinniges Kartenspiel. Das könnte selbst ich, glaube ich, spielen. Aber wirklich völlig idiotisch. Aber dass daraus dann Mord und Totschlag erwachsen ist, ist dann vielleicht schon verblüffend. Wie kam das? Ja, also Stoß war einfach ein illegales Glücksspiel und das war das Verbotene. Also weniger dieses Spiel selber, sondern da, und das ist auch um sehr viel Geld gegangen. Im Grunde waren das aber ein paar Leute, die sich das untereinander immer wieder ausgemacht haben. Und die haben sich natürlich dann gewisse Bezirke in Wien untereinander versucht aufzuteilen und da ist es einfach zu Schießereien gekommen es sind dann halt auch Morde passiert. Aber im Grunde ist das Ganze, also ist ein bisschen ein Mythos, auch die Unterwelt und so. Ich glaube, jede Stadt möchte irgendwie eine Unterwelt haben und es ist einfach so ein, irgendwie man, ja, das ist, man mystifiziert das auch ein wenig, ja. Also diesen Ort, wo man eigentlich keinen Zutritt hat. Und so ist es in Wien halt auch. Also jetzt wird diese Zeit so etwas als die Unterwelt bezeichnet. Und natürlich geht es in dem Film auch es geht ja auch um Gefängnis. Ja. Das ja wirklich eine Art Unterwelt ist. Ja. Also das hat wirklich ganz eigene Gesetze. Man sieht das ja im Film auch sehr genau, was das für ein Spiel ist und wie es eskaliert ist. Und es war ja damals offenbar in Wien, natürlich auch durch die Morde, eine ganz große Sache. Die Zeitungen waren voll davon in den 80ern oder? Das war früher in den 70ern. Was ich noch dazu hinzufügen möchte, was mir ganz wichtig ist, unsere zwei Hauptprotagonisten, die sich selber Strolche nennen, haben nie ein Verbrechen für Leib und Leben begangen. Das war zum Beispiel für uns auch wichtig, dass wir quasi niemandem ein Forum geben, der ein wirklich schwerer Verbrecher ist. Aber Sie sind im gewissen Sinne Täter und Opfer zugleich, denn der Bein hat ja seinen Bruder verloren und ist da immer noch sehr logischerweise traumatisiert. Sie erzählen Ihre Geschichte von der Zeit damals, ihr habt den Kriminalkommissar noch mit drin, es ist auch Zeitkolorit. Eine Zeit, wo möglicherweise wirklich noch eine andere Form, ich sage das mal, von Verbrechen herrschte, wo es eine andere Art von Auseinandersetzung gab, lange Zeit auch Faust gegen Faust. Also da wurde auch noch richtig geprügelt und das war dann noch so der faire Kampf. Also wie habt ihr diese Zeit auch für euch in der Recherche erlebt und verstanden? Also es geht ja um die 60er Jahre eigentlich, um die 60er Jahre und das ist eine Generation, also die im Krieg aufgewachsen ist als Kind, die schon im Krieg diese Gewalt erlebt haben, die öffentlich legitimierte Gewalt, die dann in der Besatzung, in der Nachkriegszeit auch das erlebt haben und da war Gewalt einfach permanent vorhanden und deswegen, es war auch eine Zeit, das muss man auch dazu sagen, da hat man sich gern geprügelt. Sind die Leute gerne ins Wirtshaus gegangen, sich prügeln. Das war Unterhaltung damals. Und es hat aber leider auch gegeben, natürlich Messerstecher. Das hat es auch immer wieder gegeben. Da hat das dann nichts geholfen, wenn man sehr stark war, dann war der mit dem Messer war stärker. Und das ist eine Zeit, ich kann mir das nicht vorstellen, als jemand, der heute lebt. Aber damals war das war eine Zeit, da war das so. Die beiden erzählen sehr offen, also vor allem die beiden, es sind auch andere noch zu hören, auch wichtige Zeitzeugen, aber die beiden vor allem tragen ja den Film. Und sie tragen ihn mit so einer Erzähllust. Und sie sind ja auch so tolle Typen. Also der eine Herr ist ein ganz feiner Herr, immer mit Schlips und Kragen. Er singt herzergreifende Wiener Schrammellieder, da haut es einen wirklich um. Also er ist eine Figur, die kann man eigentlich nicht erfinden. Wie war der Kontakt mit ihm oder mit beiden auch? Waren sie sofort bereit mitzumachen? Also
unsere Filme eigentlich alle basieren auf sehr, sehr langen Recherchen und sehr, sehr langem Vertrauensaufbau. Also wir haben sicher den Kurt sicher 10 Jahre gekannt, den Alois ein bisschen weniger und der Rainer hat vor allen Dingen über Jahre Tonbandaufnahme von ihm gemacht. Und das ist schon auch, man lernt zu reden, der Rainer weiß, wie er fragen muss. Und das, es war schon eine ganz, ganz lange Vorbereitung auf den Film. Wobei wir immer diese Leute oder alle diese Filme, die wir gemacht haben, ist zuerst das Grundinteresse für diese Geschichten und Leute da. Und erst viel später entscheiden wir, dass wir da einen Film machen. Also es ist nie, jetzt wollen wir einen Film machen, darum sehen wir die. Ja. Immer noch nicht ganz verstanden, wie ihr darauf gestoßen seid, weil es ist lange her, wie du ja schon gesagt hast. Also diese Stoßmorde, wie es auch damals so hieß. Wie seid ihr darauf gestoßen? Na gut, das Stoß ist schon in Wien ein sehr bekanntes Spiel und auch diese Zeit. Und der Alois, also einer der Hauptprotagonisten in diesem Film, den kann man als so etwas wie eine Legende dieser Zeit bezeichnen. Also er hat dann sehr zurückgezogen gelebt, auch er ist ja wirklich für nichts, für 10 Jahre ins Gefängnis gekommen, also da kann man wirklich sagen, für nichts. Und hat dann danach sich sehr zurückgezogen auch. Und ihm war das auch dann... Er wollte es natürlich auch immer loswerden. Also das ist eine Geschichte, die hat in ihm gebrütet. Und er hat zu mir dann auch wir haben eine Freundschaft aufgebaut und das ist immer die Grundlage für so einen Film. Anders wird das nicht funktionieren. Dass er uns vertraut und wir auch ihm vertrauen können. Und so ist das dann entstanden. Und wir haben dann erfahren auch, dass der Kurt, den wir über längere Zeit als Wiener Liedsänger immer bei seinen Abenden waren, dass der eine sehr enge Freundschaft mit dem Alois hat. So hat sich das dann ergeben, dass wir diese beiden Figuren miteinander verbinden haben können. Jetzt hast du schon angedeutet, es geht nicht nur um diese Fälle selbst, es geht auch nicht nur um diese Männer, sondern es geht um die große Frage, wie kann man überhaupt Strafe oder Sühne richtig setzen, welche Zeichen kann eine Gesellschaft setzen, wie geht sie um mit solchen Menschen? Und das ist auch teilweise sehr anrührend, weil am Schluss zum Beispiel, ziemlich zum Ende, übrigens war ich sehr dankbar für die englischen Untertitel bei diesem Film, die reden natürlich da richtig heftiges Wienerisch, aber es gibt so ein Lied, da geht es darum, man hat etwas vergeudet, da ist irgendwas umsonst geschehen und da dachte ich mir, es ist natürlich auch ein bisschen Beschreibung ihres Lebens vielleicht sogar? Ja, sicher, wobei wir vom Kurt sehr beeindruckt waren von seiner positiven Lebenseinstellung. Der Kurt, der Zweite, also der Wiener Liedsänger, der war 7 Jahre, auch wegen diesem Fall, auch unschuldig im Gefängnis. Und der hat immer das Beste aus allem gemacht und das hat uns schon total beeindruckt. Ja. Natürlich sind viele Jahre im Gefängnis etwas, was man nie wieder nachholen kann. Und eben der Kurt hat es mit Optimismus eigentlich bewältigt, aber der Alois, der Zweite, der hat es immer noch nicht ganz verziehen. Aber dadurch sind Sie so gute Protagonisten. Sie hatten auch, ich sage es mal ganz einfach, so viel Zeit im Gefängnis, alles nochmal nachzudenken. Jede Episode ist offenbar schon 5000 Mal durch Ihren Kopf gegangen. Und deshalb können Sie das so plastisch und eindrucksvoll erzählen, wie ich finde. Es ist wirklich toll, wenn man solche Zeitzeugen hat. Und vielleicht noch ein Wort zum Schluss über die Machart. Weil ich habe ja schon mal gesagt, es ist auch eine Ganoven-Geschichte irgendwie. Auch mit diesen Figuren, ihr gebt ihnen sehr viel Raum. Also es sind lange, lange Passagen, wo man ihnen zuhören kann, warum diese Entscheidung, sie wirklich zu den Hauptträgern des gesamten Films zu machen. Ja, also das war von uns von vornherein klar, dass wir so arbeiten wollen, dass wir also für das Publikum so das Gefühl geben wollen, auch sie treten jetzt in Kontakt mit ihnen und die Geschichte erzählen sie wirklich dem Publikum selber. Und wir haben ihnen dadurch eben sehr viel Zeit gelassen, also es sind relativ lange Einstellungen. Und wir haben uns auch, das ist eine persönliche Art des Filmemachens, einfach wir drehen immer noch analog, also wir drehen auch auf Film. Das ist auch... Ich finde auch für den Dokumentarfilm ist das nicht ein Nachteil, weil in Gesprächen, also man kann sowieso maximal eigentlich ein intensiv oder interessantes Gespräch eine Stunde lang führen. Dann wird man müde, dann geht viel verloren. Und bei Film, da hat man eine Rolle von 10 Minuten und da weiß man innerhalb dieser 10 Minuten, da muss man jetzt, das spüren alle irgendwie, dass da jetzt was Essentielles passieren muss. Und das ist für uns auch einer der Gründe, abgesehen von ästhetischen Gründen, dass wir auf Film drehen. Und Schwarz-Weiß haben wir auch, das haben wir uns dann auch entschieden, das Schwarz-Weiß zu machen, weil das einfach in diese Zeit passt und wir springen dann ja auch in die Farbe. Und dazu fügen möchte ich noch, wir haben natürlich, wir wollten die Geschichte von Kurt und alles erzählen, aber desto länger wir gedreht haben, dann haben wir einen Polizisten befragt, den zweiten, den dritten, Justizwachebeamte, also von allen Seiten und das ist dann so groß geworden und da sind immer neue Informationen aufgetaucht, die wir wieder rückfragen mussten, dass wir zum Schluss einen 5-Stunden-Schnitt gehabt haben. Und da ist aber der Alois und der Kurt total verloren gegangen, diese Freundschaft und diese Geschichten. Und wir haben leider da irrsinnig interessant
interessante Aussagen und Geschichten über diese Zeit dann weglassen müssen, um da noch einen stringenten Film draus zu bekommen. Was aber rund und gelungen ist, ich glaube, Alois lebt, ist auch da, aber ja. Kurt lebt nicht mehr. Genau, Kurt ist leider vor einem Jahr gestorben. Also das wäre das schönste Film gewesen, auf der Berlinale zu sein. Aber das, ich hoffe, irgendwie kriegt das noch mit. Aber der Alois ist da und wir sind sehr aufgeregt auf seine Reaktion, weil er hat natürlich sich nie gesehen und wird den Film auch in dieser Art und Weise das erste Mal sehen. Aber für Kurt habt ihr ein sehr schönes Denkmal gesetzt, finde ich, mit diesem Film, der hier auch noch zu sehen ist. Morgen zum Beispiel 16.30 Uhr im Kino International, Aufzeichnungen aus der Unterwelt. Eure anderen Filme sind auch größtenteils in Deutschland zu sehen gewesen. Also wir hatten die richtig im Kino und ich würde mir das auch sehr, sehr wünschen von diesem Film. Dann eben mit deutschen Untertiteln. Das gibt es ja manchmal auch. Also dass man das macht, ist ja völlig in Ordnung. Dann kann man diesen Film sehen. Hier im Panorama erstmal läuft der Aufzeichnung aus der Unterwelt von Rainer Frimmel und Tizakovi. Vielen lieben Dank. Danke, dass ihr da wart. Vielen Dank. Danke. Vielen herzlichen Dank. Täglich ab 19 Uhr Berlinale Talk im Cinemax am Potsdamer Platz. Radio 1, das Berlinale Radio.